eigentlich die Quest einfach da mal per Zufall dann gefunden und ja, hat sie dann abgegeben, als man das nächste Mal irgendwo in einer Stadt war und dann zufällig rankam. Es gab noch nicht so ein Quest-Logbuch oder so. Das gab es dann erst mit Oblivion. Und ja. Das Spiel war recht für Profis eigentlich gemacht. Es kam eher für Neulinge. Also man muss ja zuerst einmal ein Profi sein, um es überhaupt recht interessant zu finden. Ich habe gern so Spiele, die jetzt nicht gerade für die dümmsten Leute sind oder so, wo etwas Herausforderung braucht. Wie zum Beispiel jetzt Mountain Blade Warband, wo ich Let's Playe. Da habe ich noch meine Herausforderungen, finde neue Sachen und so. Also ist auch ein riesengroßes Game. Dort finde ich vor allem das Lebendige halt, Ding, also die Vasallen und so, die laufen wirklich den Gegner hinterher oder so. Oder stellen uns Fallen. Da habe ich erst die Folge habe ich noch nicht hochgeladen. Musste ich in eine Stadt vom Feind gehen, um dort einen Spion zu treffen. Da hat wirklich dieser Herr, dem die Stadt gehört, mich gejagt und mich fallen gestellt. Also zum Beispiel in einem Wald gelauert oder so. Und ich hatte nie, also ich hätte wirklich nie die Chance gehabt, wenn er mich gefunden, also überrumpelt hätte. Also ja, wäre es zum Kampf gekommen, hätte ich jetzt wirklich keine Chance gehabt. Ja, also sich richtig geiles Game, dieses Warband, leider sehr wenig Erfolg gehabt. Und der neue Teil wurde zwar angekündigt, aber noch keine Informationen, nichts. Und ich denke mal, sie haben Problem, also wahrscheinlich das Spiel pausiert, also die Entwicklung pausiert oder so. Ich hoffe es jetzt nicht, aber es wird richtig, richtig geil, hoffentlich. Und weniger mit Bugs belastet oder mit Übersetzungsproblemen oder so. Ja, ich mache das Let's Play mit dem Diplomacy Mod. Das ist ein Mod, der auch die deutsche Übersetzung korrigiert und so. Ist richtig gut gemacht. Ja, macht richtig Spaß mit diesem Mod zu Ding. Und dem wahrscheinlich ist es auch von diesem Mod, dass dieser Vasall mich so gejagt hat. Also es ist schon cool gemacht. Und solche Games, das würde ich lieben, wenn solche Games weiterhin kommen. Der Damage-Nerv. Tja. Die Entwickler haben halt nicht auf die Community gehört und dann ist dieser Schrott mit diesen Misses reingekommen. Ich finde gut, zum Beispiel bei Diablo 3 oder so, man trifft eigentlich immer. Früher war es einfach so, man hat das Schwert durch den Gegner geschlagen und hat ihn nicht getroffen. Das ist das Problem, das war. Ja. Das ist zum guten Glück jetzt hoffentlich nicht mehr der Standard. Man will einfach kein Glücksspiel haben. Das hat immer mit Glück zu tun. Darum habe ich auch kritische Trefferchancen und so nicht so gerne, weil eben Glück ist keine Herausforderung, nix. Das ist Schrott. Das mag ich einfach nicht. Ich habe gerne Spiele ohne Glück. Komm raus.
ablenkst. So, jetzt muss ich nochmal kurz trinken. Jetzt müssen wir noch zwei besiegen. 2 ist Schweizerdeutsch für 2. So. So, da haben wir noch einen Hop-Leopard. Was machen eigentlich Leoparden im Grasland? Ja. Hat lieber diesen zuerst genommen. So, noch die Imps. Da müssen wir Mana regenerieren und den zweiten, den wir noch brauchen, suchen. Da oben ist schon einer. Gut. Ja, die Kommentare heilen diesen deprimierenden Sachen nicht so auf. Und so viele immer wieder Leute nerven über das Spiel und sie eigentlich nur noch die Sucht an das Spiel binden. Schon ein bisschen schlecht. Aber eben, das Spiel ist halt auf den ersten Blick nicht so das Wahre und man sollte schon ein bisschen frustresistent sein. So, ein Rüstding. Rüstung ist besseres Feuerschaden. Wir brauchen eigentlich keinen Feuerschaden. Dann gut. Dann haben wir noch ein zweihändiges Bastardschwert, also minus 6. Nicht so gut. Verbeultes Bastardschwert. Ein Stab der Schatten plus 4. Nö. Nichts Gescheites. Gut, dann haben wir hier Quest abzugeben. Level up, cool. Südstrand, okay. Handschuhe bekommen wir, okay. Ich hoffe bessere. Jetzt hier noch die Quest. Ah, da können wir die 2 Quests noch annehmen, da haben wir die 5. Da hinten. Ah, da oben. Das dachte ich schon. Jo. Und dann wieder leveln, also skillen. Guten Morgen. So, das haben wir auch. Was haben wir bekommen? Ah, nix. Blöde Quest. Ah, da ist noch eine abzugeben. Oder weiter zu machen. Dort ist auch eine. Ja, natürlich weiter zu machen. Jetzt müssen wir ins Bücher. Die ist hier. Ah, in die Bar. Da kam ich immer mit dem Pferd nicht so. Gut. Ja, und dieser. Was ist es eigentlich? Einfach nur Fässer in einem Netz. Komisch. Ich dachte, das sei so ein Klimmding da, wo man
schwere Sachen hoch, den Fasser rollt. Nein, irgendwie so etwas, weiß doch. Ja, so etwas habe ich jetzt gemeint, aber es ist nicht. Also es sollte ja nicht sein und sie haben einfach zu wenig los gehabt, das zu designen. Gut. Jetzt schauen wir mal. Südstrand, Südstrand. Millenwald zum SL ist also nichts mehr. Okay. Es hat sich jetzt leider noch niemand mutig gefühlt, mir ein bisschen unter die Arme zu greifen oder so, dass ich ihnen helfen kann. Schade drum. Die meisten schauen halt lieber schräg rum als selber spielen. Kann ich verstehen. So, noch ein Level hoffentlich. Also, Südstrand gehen hier. Und jetzt? Hallo?